Hallo, ich grüße euch zum Teil 28. Ich bin halt gerade von der Dienstreise wieder rein, deswegen bin ich spät heute, aber ich hatte noch vor, das Thema Unterwanderung noch ein bisschen zu unterfüttern. Wie es eben so ist, wenn man mit dem Zug unterwegs ist, hat man auch mal Verspätung und ich bin 2 Minuten später angekommen, als eigentlich geplant ist. Und ja, wie es eben so ist, war ein Übergang an der Haltestelle 2 Minuten später dort gewesen und ich wollte gerade über die Straße, da fuhr Auto vorbei und warf dort Steine in die Scheiben rein, also in die Glasscheiben von der Haltestelle. Wäre dazu pünktlich gekommen, hätte ich wahrscheinlich so das Ding abgekriegt. Also insofern kann man schon sagen, wie ein guter Freund von mir sagte, es passieren keine Zufälle auf diesem Planeten. Da muss ich sagen, da hat er recht. Ja, also ich bin sein Freund, aber ob das umgedreht auch noch so ist, weiß ich nicht, aber er weiß schon, wer gemeint ist. Also ich bin weiterhin sehr zuversichtlich und denke, dass das auch sich alles wieder einrenkt, was so ein bisschen Unstimmigkeiten gibt. Ja, und die Verfasser des Schreibens haben sich inzwischen auch schon gemeldet. Ich soll das Video 27 löschen. Das werde ich auf keinen Fall tun. Man muss schon erstmal die Dinge aufräumen, die nicht in Ordnung sind, und dann können wir gerne über irgendwelche Dinge reden. Das müsst ihr euch grundsätzlich angewöhnen, dass wenn ihr irgendeine Organisation leitet und habt eine Leitungsverantwortung, dass es nicht sein kann, dass ja, ich sag mal, irgendeiner gegen den anderen ständig am Stuhl sägt oder irgendwas, das völlig daneben. Da lasse ich mich auch nicht beeindrucken. Das nur dazu. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr sowas macht und eine Bürgerrechtsbewegung oder was auch immer gründet, dass ihr euch darüber im Klaren seid, dass wenn ihr sowas gründet, dass es Geduld braucht und dass man das auch nicht erzwingen kann. Ja, und dass es ganz wichtig ist, dass ihr eben nur Leute habt, die den Zielen, damit es vorangeht, wirklich integer sind und die ne irgendwas im Hintergrund laufen haben, um da dagegen zu arbeiten. Ja, also Vorgänge blockieren, Schwierigkeiten mit der Zahlungsbilanz schaffen, Kommunikation stören, was haben wir noch so vor Optionen, was ich so in den letzten 30 Jahren so erlebt habe. Ja, mir fällt da einiges ein noch, denke ich. Wichtig ist, es kommt nicht so darauf an, dass ihr nur Leute habt, die zahlungsfähig sind. Die kommen dann automatisch, wenn ihr merkt, dass sich in der Sache was bewegt. Ja. Am Anfang fängt das immer ganz klein an. Das sind 10 Leute, die sich einig sind, eine Sache bewegen zu wollen. Und dann kommen mehr dazu. Ja. Und da darf man das nicht erzwingen wollen. Wir merken ja inzwischen, habt ihr ja sicherlich die Nachrichten der letzten Woche gehört, dass sich viel bewegt hat. Ja. Also zum Beispiel ist heute rausgekommen, dass wohl die USA 112 Paletten Waffen an die Dschihadisten abgeworfen hätten. Wenn das keine Ende ist, ist das natürlich eine fette Nummer, weil das würde im Prinzip die Kriegsdoktrin der CIA komplett ins Gegenteil umkehren, weil sie ja immer versucht haben, auf leisen Sohlen eine falsche Fährte zu legen. Das wäre natürlich der Super-GAU, wenn das wirklich so stimmt und das nicht bloß eine Presseende ist. Man hat also den Eindruck, dass das ganze Elitensystem richtig ins Wanken kommt. Man hat wohl auch gemerkt, dass es mit dem Dollar-Euro nicht mehr lange gehen wird. Und die Vermutungen sind auch naheliegend, weil ja zum Jahresende die Verträge auslaufen in Russland, dass der Rubel dann wieder unter die Kontrolle des russischen Staates gerät. Und sie haben also vorbereitet, dass zum Jahreswechsel die BRICS-Währung in den frei konvertierbaren Markt geht. Also es wird wahrscheinlich einen Umtauschkurs über Gold geben. Das kann man sich ja schon überlegen. Ist die einzige werthaltige Währung, die wir haben. Und über den Goldpreis regelt sich dann das Verhältnis zum Dollar. Da kann man sich vorstellen, wenn eine Währung zu 25% mit Gold unterlegt ist, was da passiert. Übrigens ist am Montag, gestern, die Trader Race, die Trader Masters gestartet. Also wer Lust hat, mitmachen, man kann viel lernen, sind viele Kurse wieder da. Nutzt die Chance. Ich habe mich auch angemeldet, ich habe auch noch nichts gemacht heute. War einfach auch jetzt auch spät rein. Ich habe es bloß verfolgt. Es gibt wohl am Mittwoch den ersten Pflichtkurs, ne, wo man dann teilnehmen muss. Nutzt sowas, man lernt unheimlich viel über das Geldsystem und wenn man das Geldsystem verstanden hat und dem Geld folgen kann, weiß man auch 3 Wochen vorher, was in der Politik passiert. Fragt euch bloß mal an das, an die, na, wie hieß das ja, die
das erinnern, was Rothschild mal gesagt hat. Er hat gesagt, gib mir die Kontrolle über die Zentralbank und mir ist es egal, wer an der Regierung ist und wer die Gesetze macht. Und das gilt auch heute noch. Ja? Und wenn eben das zentrale Steuerelement nicht mehr funktioniert, dann gerät eben die Gesellschaft ins Wanken. Und ähnlich ist es auch, wenn man ein Staatsgefüge aufbaut auf einer gefegten Staatsangehörigkeit. Und ich habe also letzte Woche wieder viele Zuschriften gekriegt, auch zum Thema, mach doch mal was über den Sachsensumpf. Ja, können wir machen. Machen wir vielleicht auch gleich. Wie muss man das verstehen? Also viele denken ja, der Sachsensumpf ist erst eine Sache, die nach der Wende entstanden ist. So ist es nicht. Entstanden ist er deswegen, weil zu DDR-Zeiten eine Absprache gab, meiner Ansicht nach ist das mal von Chemnitz ausgegangen. Da gab es, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, oder ich kann es machen. Es gab damals einen Überfall auf eine alte Baracke und da war ich noch in meinem Alter und eine Mädel Opfer eines Überfalls gewesen. Und die das gemacht haben, das waren Kinder von SED-Angehörigen. Und ja, und da muss man sagen, zu DDR-Zeiten wurden solche Verbrechen auch wirklich verfolgt. Ne? Das Problem ist nur, wenn die Täter die Kinder von SED-Angehörigen sind, dann tritt natürlich das ein, dass dann die Partei sagt, nee, solche Verbrechen dürfen wir nicht verfolgen. Und dann hat sich der damalige Polizeipräsident und der SED-Chef von Chemnitz in die polizeilichen Ermittlungen reingehangen und die haben die Ermittlungen sozusagen unterbrochen. Und ja, die Täter, das sind fünf Jungs gewesen, frei laufen lassen. Die sind nur heute noch, dass sie da laufen. Und den Opfern hat man die Akten gesperrt. Also ich kann zum Beispiel nicht in meine Stasi-Opferakte gucken, deswegen. Ja, weil derjenige, der das verfügt hat, einen Sitz im Stadtparlament hat, heute noch, und alles leugnet, aber damals in seinem Einflussbereich die polizeilichen Ermittlungen unterbunden hat. Man kann sich dann überlegen, welche Partei da ist und wer das wohl sein könnte, aber soweit tue ich mich nicht aus, wenn es so denn derjenige weiß schon, wenn es sich dreht. Ja, und da ging das dann los, dass man, sagen wir mal, so Seilschaften errichtet hat in Leipzig, Chemnitz, Dresden, wo die Leute, die Dreck am Stecken haben, sich gegenseitig schützen. Und vor allen Dingen immer wieder neue Leute reinziehen, die in verfängliche Situationen waren. Da gab es also dieses Rotlicht-Milieu da, wo sie also bewusst Politiker hingelotst haben. Da haben wir einen zweiten noch mit dazu geholt, der dort Bilder macht. Und schon hatte man den neuen Bewerber von Sachsen-Sölden, weil wenn sie nicht das gemacht hätten, was sie von ihnen verlangen, hätten wir die also mit den Bildern kompromittieren können. Ja? Und das ist auch das, was ich meinen Mitstreitern immer wieder sage. Überlegt euch ganz genau, was er macht. Auch wenn das doch so schön und verlockend aussieht, lasst euch auf nichts ein. Auf nichts. Ihr wisst, was Rechtschaffenheit ist und wie man seinen Weg gerade geht und den geht. Lasst euch nicht abbringen, lasst euch nicht irgendwelche Vorteile erzählen oder irgendwelche Konsequenzen. Ihr habt eine Überzeugung, was richtig ist und was falsch ist. Und genau das wird gemacht. Und da lasst ihr euch von weder von Vorgesetzten noch Untergebenen beschwatzen und beschwichtigen. Ihr selber wisst genau, was Recht und was Unrecht ist. Und das unterstützt ihr. Und wenn ihr so weitergeht, dann werdet ihr nicht fehlgehen. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, da gibt es ja dieses sogenannte Galtungbrett. Ne? Das sind also lauter Nägel, die immer wie so im Pascalschen Dreieck angeordnet sind. Und wenn man jetzt eine Kugel von oben drauf fallen lassen würde, dann hat die immer die Möglichkeit, nach links oder nach rechts zu gehen. Ne? Und wenn man jetzt sagt, die nach links wäre zum Beispiel jetzt eine Lüge und nach rechts wäre die Wahrheit, dann kann man sich vorstellen, dass man in 10 Ebenen 10-mal die Möglichkeit hat, sich für Wahrheit oder Lüge zu entscheiden. Und man muss sich ja überlegen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man da daneben haut, nach 10 Schritten schon so groß ist, dass es 1 zu 1000 geht, dass eine Sache, die eine Notlüge hat, nicht auffliegt. Also die Wahrscheinlichkeit sinkt nach 10 Schritten auf 1 durch 2 hoch 10 und das ist ein Tausendstel. Und da kann man sich überlegen, wenn man sich einmal in irgendwas rein verstrickt hat, dass die nächste Notlüge noch fetter und fetter und fetter wird und spätestens in der 10. Runde das Ding so auseinanderfliegt. Und deswegen sage ich jedem, lasst einfach die Finger davon. Wenn eine unbequeme Wahrheit
ist immer besser wie die beste Lüge. Ne? Wenn es eben so ist, wenn eben was nicht richtig gelaufen ist, dann sagt es da einfach. Ne? Bringt die Sachen auf den Tisch, klärt das, bringt Ruhe rein und danach werdet ihr alle sehen, dass das gesegnet ist. Und das gilt nicht nur in den geistlichen Bereichen. Ich denke da nur an den Seelsorgerverrat, der regelmäßig in der evangelischen Kirche die Runde gemacht hat. Also, dass Leute zur Seelsorge gegangen sind und die Pastoren das dann beim nächsten Gottesdienst in anonymer Form erzählt haben. So, dass jeder weiß, wer was angestellt hat, das kann nur der und der sein. So, da muss man sich überlegen, wie hohl ist das denn? Ja. Natürlich muss man, wenn man Mist gebaut hat, die Sache bereinigen. Aber das ist nicht der Weg. Ja. Da muss man einfach sagen, ja, es ist nicht korrekt gewesen und da muss man das in Ordnung bringen. Und dann geht man zu demjenigen hin, dann wird man sich entschuldigen, da bricht ihnen kein Zacken aus der Krone und dann bringt man die Sache in Ordnung und dann ist alles wieder gut. Und dann daraus lernt man, wie Sachen bereinigt werden. So, und wenn das die Politiker nicht lernen, das im Kleinen, in der Familie fängt das an, in einer größeren Gemeinschaft, Arbeitskollektiv, was auch immer, geht das weiter. Und im Bundestag irgendwann ist es genauso. Ne? Und je mehr dieser Dreck gedeckt wird, desto schlimmer wird es für alle. Ja? Wenn man jetzt wieder hört, was jetzt hier wieder los ist mit diesen von der Bundesrepublik unterstützten Schlepperbanden, da kriegst du die Tür dazu. Ich war in Leipzig jetzt hier im Nahverkehr, war da die Werbung drin, wo dann stand hier, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Nö, wir haben ein ganz klares Gesetz, einen gesetzlichen Gesetzgeber und der sagt, wer der Staatsangehörige ist und wer Gast ist. Und das ist Rostock. So, und da es keinen Verweser gibt, kann das Rostock ohne fortgeschrieben werden. Und alles, dann kann man 10-mal sagen, die sächsische Verfassung hat das und das bestimmt. Ja, aber die sächsische Verfassung muss ja irgendeiner gewählt haben. Und wenn in der sächsischen Verfassung steht, dass derjenige als Bürger Sachsens anerkannt wird, der die Staatsangehörigkeit 116 ins Grundgesetz erfüllt, dann muss ich sagen, da hat Sachsen überhaupt keine Bürger, weil die 116.1 Grundgesetz kann niemand erfüllen, weil die Rechtsgrundlage dafür das Gesetz vom 5.2.1934 ist. Und diese Gesetzgebung ist ungültig, weil sie nach der Diskontinuität liegt. Also nach der ungültigen Wahl des Ermächtigungsgesetzes. So. Und das scheint wahrscheinlich in Sachsen, im Freistaat nur auch jedem klar geworden zu sein, nachdem sie eine Wahlanfechtung gefangen haben und die momentan ausgesessen wird. Aber ich kann euch mal bei Gelegenheit mal die Eingangsbestätigung mal in die Kamera halten, damit ihr wisst, dass das wirklich auch eingegangen ist und wann das eingegangen ist. Ja, aber man kommt aus der Nummer nicht raus. Man muss also die Regierung, ob es nun Frau Merkel ist oder der Herr Tillich, wird irgendwann mal zugeben müssen, dass die Staatsangehörigkeit, die im Ausweis steht und mit Deutsch kleiner oder Großbuchstaben ist, nicht die Staatsangehörigkeit ist, die uns zusteht. Inzwischen hat wohl Pegida mitgekriegt, dass man, wenn man eine Partei gründet, doch einiges bewegen kann im Land. Aber sie haben sich nicht überlegt, dass sie eine 5%-Hürde überwinden wollen. Und das ist nicht funktioniert, wenn es 10 Parteien gibt, die im Prinzip das Gleiche wollen, dass das Unrecht, was hier im Land begangen wird, eben mal aufhört. Und ich merke, dass sogar Leute, die im Freistaat angestellt sind, von sich aus Schritte machen. Also ich habe heute einen Richter gegenüber gesessen, wo ich der Meinung sage, der könnte auch in einem neuen ordentlichen Rechtsstaat wieder Richter sein. War ganz einwandfrei und sauber. Und solche Leute können wir brauchen. Und sie sind ja auch im Recht. Die können sich auf das Notstandsrecht von 1914 zurückziehen und sagen, der gesetzliche Gesetzgeber ist bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kaiser gestürzt worden ist. Das kann jeder Polizist, kann jeder Staatsanwalt, jeder Richter kann das für sich selber entscheiden. Ja, da sind die alle in ihrer Entscheidung frei. Niemand zwingt die dazu. Das Grundgesetz ist eine Bundesverfassung, das ist richtig, aber nach HGO gilt das Vorrangrecht und das Vorrangrecht sagt, höheres Recht bricht niederes Recht und die jüngere Gesetzgebung bricht die ältere Gesetzgebung, jeweils in einer Ebene. Ja? So, und da gibt es keine widerstreitende Gesetzgebung, weil das Land gilt die HGO, die HGO ist im Grundgesetz übergeordnet, in der HGO steht, es geht das Landesrecht. Landesrecht ist damit gemeint, was vor der Besatzung gegolten hat. Also kaiserliche Recht bis zur Anmachtung des Kaisers. So, der Bund, na, der hat eben das Grundgesetz als Bundesverfassung, aber das ist eben ja nur ein Parteikonstrukt. Ne? Wie bei einer Zirkusveranstaltung, es ist ja im Prinzip die Weimarer Republik ist ja nichts anderes als eine Zirkusveranstaltung aufs gesamte Gebiet ausgedehnt, was anderes ist es ja nicht. Die sagen, Kunst ist frei, wir können ja uns eine Republik machen und die dann auch gestalten und
Ja, aber es wird einem nie ein Staat werden. Und jeder Rechtsnachfolger der Weimarer Republik wird genauso einen Bauchklatscher machen. Und da verstehe ich nicht, wie schon wieder Leute kommen, ja, du müsst souverän sein und du müsst der Mensch sein und hast du nicht gesehen, aus der Familie sowieso. Nee, zum Zeitpunkt des Kaisers hatten die alle ganz normale Namen. Max, Müller, Franz, Meyer, was auch immer, die hießen so. Und da könnt ihr die alten Ausweise alle angucken. Das Einzige, was anders war, ist die Staatsangehörigkeit. Die war, die Bundesstaaten hatten. Also hier in Sachsen hatten sie alle die Staatsangehörigkeit Sachsen und in Berliner Gegend hatten sie alle die Staatsangehörigkeit von Preußen. So. Und man versteht nicht, warum die jetzige Regierung nicht einfach sagt, wir hören jetzt offen mit dieser Weimarer Republik und mit diesem ganzen Zeug, was nicht funktionieren kann, weil wir kommen nicht zu einer staatlichen Legitimation. Wir können auch nicht alle überzeugen. Und jetzt ist es so, dass eben durch die Einwanderungswelle die Unterstützung der Regierung so weit gekippt ist, dass 92% der Menschen gegen die derzeitige Politik der Frau Merkel ist. Und das wird dann eine Kernschmelze in der Wahlrunde verursachen, wie sich Volker Bispers mal ausgedrückt hat. Das ist unausweichlich. Und ich denke mal, dass die Regierung nicht bis 2017 an der Macht ist. Weil spätestens dann, wenn es zu ernsthaften Unruhen kommt, ja, eine Notstandsgesetzgebung in Kraft tritt. Und dann wird sicherlich die Bundeswehr dort Befehlsgewalt nehmen. Weil was anderes können wir ja in Mitteldeutschland eh nicht auf die Menschheit loslassen, weil ja hier geräumt ist inzwischen. Ja, und da muss ich halt mal die Bundeswehr Gedanken machen. Es ist schon bedenklich, dass die Soldaten der jetzigen Jahreszeit im Zelt schlafen müssen, damit Leute, die eigentlich hier überhaupt kein Bleiberecht haben, weil sie aus Balkanstaaten oder aus sicheren Drittländern kommen, hier sich als Flüchtlinge melden und Asyl beantragen, obwohl es dafür gar keinen Grund gibt. Es kann ja auch jeder, der hier will, hier mitmachen und ein Geschäft machen und so. Es ist in allen anderen Ländern der Welt auch so. Im Mittleren Osten kann man ein ganz normales Residenzvisa beantragen. Da muss man eben mal 4 Jahre Wohlverhalten zeigen und sich den der Gesetzgebung, die dort immer vorherrscht, unterordnen. Aber das geht. Und wenn man da das will, kann man da auch da unten auch als Deutscher ein Geschäft haben. Und genauso ist es auch mit allen anderen Nationalitäten, die denken, dass sie in Deutschland bessere Chancen haben. Aber ich habe gestern wieder eine Reportage gesehen, wo sich Leute jetzt in Russland eine Existenz aufgebaut haben, weil sie sagen, die Regierung, das ist zwar auf niedrigem Niveau, dass die anfangen, aber es geht voran. Die haben also Wirtschaftswachstum bis zu 10%, was ich in Deutschland ja nicht erkennen kann. Ne? Ja, in Deutschland ist es eher so, dass sie sich von Jahr zu Jahr retten müssen, wie bei der russischen Eisenbahn, wo immer der letzte Wagen verfeuert wird, damit es bis zum nächsten Bahnhof reicht. Und im Prinzip haben uns die Russen überholt, ohne einzuholen, muss man halt mal so sagen. Ne? Das fängt bei der Durchsetzung vernünftiger Politik an, dass sie also die genmanipulierten Sachen aus dem Land verbannt haben, die giftigen Chemieprodukte des Haushalts verbannt haben, dass sie anfangen, ordentliche Nahrungsmittel zu produzieren mit ordentlichen Pflanzen, die noch original alte Sorten original belassen sind, wo auch der Geschmack da ist. Ich habe jetzt mal vor kurzem eine Packung russisches Eis zu kaufen gekriegt. Ganz wunderbare Geschichte. Man muss es einfach mal haben und einfach mal probieren. Und so muss es ja auch sein. Wir brauchen die EU nicht. Wir hatten vorneweg eine EG, eine Europäische Handelsgemeinschaft. Das reicht. So. Und eventuell könnten wir uns noch auf einen Umrechnungsfaktor der nationalen Währung einigen. Wo ist denn das Problem? Entscheidend ist nur, dass die Geldmenge ins Unermessliche sich ausweiten darf. Das ist eben der Geburtsfehler des Euros. Und das können wir nicht klären. Ne? Und da kann man nicht anfangen, jetzt einen Haufen Asylanten hier reinzuholen, um sich ein neues Wahlvolk zu machen. Das funktioniert nicht. Das System geht eher in die Brüche, als dass sich eine wirkliche Opposition aufgebaut hat. Und es besteht die ernsthafte Gefahr des Bürgerkriegs, muss man auch sagen. Also, ich denke mal, wenn wir ganz großes Glück haben, bleibt es noch friedlich bis Weihnachten. Aber ich denke mal, die Währung wird eher kollabieren, als dass das hier zu richtigen Aufständen kommt. Aber ich denke mal, 2016 wird kein ruhiges Jahr. Da habe ich allergrößte Bedenken. Das ist einmal, dass der wirtschaftliche Niedergang nach so einem Neustart der Währung immer reinkommt und dann natürlich die wirklichen Kosten der Asylpolitik.
ja, dass also der Familiennachzug hier passiert, dass also Leute, also sagen wir mal, 80% der Gesellschaft an den sozialen Rand gedrängt wird, weil die Arbeitsplätze nicht mehr da sind, die Betriebe nicht mehr zahlen können und das alles insgesamt schwieriger wird. Also da sehe ich wirklich schwarz. Und man merkt ja auch wieder, dass Pegida Zulauf hat, kann ich auch begrüßen, aber sie haben immer noch nicht verstanden, wo das Problem ist. Das Problem ist, dass die Bundesrepublik die Rechtsnachfolge der Weimarer Republik hat und die auch nicht abgeben will und das auch nicht einzieht und im Prinzip eine nationalistische Politik betreibt, bloß weil andere Länder hier reinregieren. Ja, das kann nicht gut sein, das kann auch nicht funktionieren. Und am Ende werden wir merken, dass auch in den USA es zu Unruhen kommt. Wir haben ja jetzt schon, wie ich jetzt letzte Woche gehört habe, dass in den USA es genauso rumort wie hier in Deutschland. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Und dort ist die Situation noch deutlich explosiver, weil die Leute dort Waffen haben. Und wenn es an einer Stelle mal angefangen hat, dann wird das dort ganz schnell zum Flächenbrand. Und müssen wir halt abwarten. Also ich hoffe mal, dass es zu den Weihnachtsfeiertagen wieder ruhig ist, obwohl ich, wie gesagt, nicht viel von der Weihnachtszeremonie halte, weil wir wissen ja inzwischen nur, dass das Christkind nicht Weihnachten geboren wurde. Ne? Das ist also eine Lüge der katholischen Kirche durch die Kalenderänderung. Ne? Also das weiß man inzwischen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, Jesus im Herbst geboren wurde oder zu Passau. Ne? Also auf Weihnachten, das ist eben halt ein Brauch, aber eigentlich ist es sehr finsterer Brauch. Wenn man da wirklich nachforscht, Saturnalia-Fest, was da wirklich dahinter steht, Kinderopfer und so weiter, erinnert sehr an Isis. Und es ist auch tatsächlich das Fest der Isis, wenn man einmal nachguckt. Ne? Ebenso Ostern, auch das Fest der Isis. Nee, Weihnachten ist mehr ein Baal geweiht, Moloch und Baal, während Ostern mehr Isis ist. So, dass man das als christliche Feste verkauft, das ist schon eine fette Nummer. Fakt ist, dass das nach der Bibel auch anders steht, dass also dann Ostern Passafest ist und die Geburt Jesu irgendwann im Herbst war. Gut, ich hoffe mal, ihr bleibt dran, geht zu den Demos, macht Plakate, zeigt Gesicht. Wer Angst hat, geht unter und wer alleine bleibt, geht auch unter. Und die Entwicklung, die jetzt hier auch in Sachsen und in einigen Stellen auch in Altbundesländern passieren, das kann man nicht mehr zurückdrehen. Ihr müsst da einfach dranbleiben und Geduld haben. Es kann sein, dass man noch 2 Jahre lang immer regelmäßig zu den Demos gehen muss, bis das endlich mal aufhört, dass das Volk ja manipuliert wird, dass es über die Medien verklapst wird. Und man kann ARD, ZDF wirklich nicht mehr einschalten. Man verblödet dabei. Es geht einfach nicht mehr. Ich gucke mir das Internet an, ich gucke mir einige zuverlässige Berichterstattung an, aber alles andere kann man in Menschen mit normalem Menschenverstand immer zumuten. Und es wird immer mehr, Leuten wird das klar und die Partei hat immer recht, ist Honecker auch schon gescheitert. Und das ist heute, was hier Frau Merkel ablässt, das ist Honecker 2.0. Es ist noch alberner und ich weiß nicht, wie man in 10 oder 20 Jahren über die heutige Politik der Frau Merkel denken wird, aber ich denke mal, es wird auf ähnlichem Niveau sein, wie Honecker, wo er gesagt hat, den Kommunismus in seinem Lauf halten wir in der Ochsner Esel auf. Ich denke mal, so einen ähnlichen Spruch der alternativlosen Merkel-Politik wird es dann auch geben. Ihr dürft euch da eine Irre machen lassen. Ich denke mal, dass die Leute hier in diesem Land sehr genau wissen, was richtig und was falsch ist. Und wenn sie den Mut haben, das wirklich auch mal durchzusetzen und nicht immer denken, na, da wird dann schlecht über mich geredet oder mein Chef, da macht dann wieder Probleme. Nee, du hast eine Überzeugung, wo du sagst, das ist richtig und das setzt du fort. Und da lässt du dich auch nicht beirren. Du musst es nur sauber begründen können. Du musst deine gesunde Einstellung sauber begründen können. Das musst du können. Du darfst nicht aus dem Bauch raus machen, ja, wo du sagst, ja, das machen wir so und das machen wir so. Sondern du musst das klar herleiten können, warum du dieses oder jenes nicht zulassen kannst. Also, dass zum Beispiel es immer gegen den Schwächsten geht, der sich nicht mehrt, oder dass sich mehrere einig sind, den hauen wir jetzt einen rein. Sowas darf man nicht dulden. Ja. Es wird angeguckt, wer spricht die Wahrheit, wer lügt, und dann muss das bereinigt werden. Und so ist es im Arbeitskollektiv, so ist es in der Familie, so ist es auch in der Gesellschaft.
Und da darf man eine Angst haben, und da darf man nicht sagen, ja, und das gute Willen und der Leumund und ganz das alles Käse. Wir leben in einer Gesellschaft, die wir uns dann selbst zerstört haben. Und das ist nicht in Ordnung. Da müsst ihr einfach mal gewisse Dinge auch erkennen, dass man euch das eingepflanzt hat, um diese Unterdrückung, die jetzt da ist, auch passieren zu lassen. Und von diesen Sachen muss man sich lösen. Man muss einfach sagen, es gibt eine Grenze bis hierher und nicht weiter. So, und da können die 10 Mal auf und nieder haben, ja, und da hast du Strafen und dieses und jenes. Na und? Dann komm doch. Dann kommt doch her. Dann machen wir die Konfrontation. Dann wollen wir mal sehen, wie lange das gut geht. Wenn das Volk sagt, jetzt ist Schluss, das ist ganz einfach. So, und das kann jeder an seiner Stelle sagen. Ich mag das nicht mit. Ich lasse mich nicht mit Bescheiden, die nicht ordentlich unterschrieben sind, betrügen. Wenn nicht unterschrieben ist mit Vor- und Zunahme und Leserlich, dass das im Bearbeiter zugeordnet werden kann, dann ist es kein Bescheid. Da kann 10 Mal draufstehen im Auftrag und irgendein Name. Das interessiert nicht, das ist kein ordentlicher Beschluss. Und da wird so lange beschwert und Strafanzeige gemacht, bis das Ding zurückgenommen wird. Und wer sich da nicht wehrt und wer das nicht erkennt, die gesetzliche Grundlage ist ja da. Das Bundesverfassungsgericht hat er eigentlich alles gesagt. Es hat gesagt, 25.07.2012, 2012, ja genau, dass seit 1955 niemals der gesetzliche Gesetzgeber am Werk war. Da muss man sich überlegen, wie kommen die auf 1955? Ja, es ist ganz einfach. 1955 haben die Amerikaner erklärt, dass die Kriegshandlungen offiziell beendet sind. So, das ist der Stichtag des Verfassungsnotstandes, weil nämlich genau in dem Moment die Verfassung wieder in Kraft setzt, wenn das aktive Besatzungsmandat aufhört und ins Passive geht. Das heißt also, dass das Land zwar durch eine Militärmacht besetzt wird, aber keine Kampfhandlung in dem Sinne mehr ist. Und da tritt dann sozusagen ich glaube, der zweite oder dritte Teil der HLKO in Kraft, also wenn die Vorbedingungen erfüllt sind. Und dort ist dann gesagt, dass das Landesrecht gilt. So, und genau in dem Moment hätte man eine Verfassungswahl machen müssen. Und man hatte die Chance noch einmal am 18.07.1990 und noch einmal, wo noch einmal die NGO, der BRD, noch mal umgeschrieben wurde bei der UNO. Ich glaube, es war 2012. Also wo Merkel mit noch anderen noch mal eine andere Gesellschaftsform gewählt haben. Wo man eigentlich sagen will, wie krank ist das dann? Wir brauchen einfach nur einen Verweser wählen. Das kann in einem größeren Gebiet sein, in einem Kreis sein oder auch eben für das Gesamtgebiet. Und der bestimmt, dass die Leitlinien umgesetzt werden, die der Kaiser mal bestimmt hat. So. Und da weiß ich, wie die Staatsflaggen aussehen. Das sind die 26 Bundesstaaten, wie unsere Staatshymne aussehen. Das ist ist das ja? Kaiserhymne, genau. Und dann brauchen wir im Prinzip nur unseren Reisepass nehmen, die Gemeinde bestätigt die Staatsangehörigkeit, und zwar die wir wirklich haben. Und dann werden wir die roten Ausweise gegen blaue tauschen, wo das ordentliche staatliche Logo drauf ist. Und was anderes brauchen wir erstmal auch nicht. So, da sind wir nicht mehr EU, da sind wir nicht mehr Schengen-Abkommen, dann haben wir ordentliche Grenzen, dann haben wir ein ordentliches Wirtschaftswachstum, dann haben wir eine ordentliche Währung, weil da können wir auch mal unsere eigene Währung bestimmen. Und dann geht das Schritt für Schritt wieder aufwärts. Wir haben ja bis jetzt die letzten, seit Kohl an der Macht ist, nur Niedergang gehabt. Schulden machen, Souveränitätsrechte abgeben, Bürgerrechte einschränken, die Leute für blöde erklären. Das ist die Politik von Kohl und Merkel. So. Und Schröder hat im Prinzip das soziale Netz kaputt gehauen. Das ist das, was wir in den letzten 20, 25 Jahren erlebt haben. So. Ich sage nicht, dass die DDR das Allheilmittel war. Es ist genauso ein Provisorium und ein toter Vogel wie die jetzige Politik der EU. Das führt alles beides nicht zu einem guten und soliden Staatsabbau. Und da müssen wir uns einmal zusammensetzen. Warum brauchen wir 10 Parteien, die miteinander nicht reden? Das ist totaler Quatsch. Wir haben fast alle die gleiche Überzeugung dessen, was richtig ist und was falsch ist. Ja? Jemand, der hier einfach nur hierher kommt, um hier Stimmung zu machen, um eine völlig absurde religiöse Vorstellungen hier zu etablieren, wo es jetzt darum ging, die Polizeier sollen sich die Schuhe ausziehen, wenn sie Islamisten gegenübertreten. Also man muss wirklich manchmal denken, schon sowas abzudrucken in irgendeiner Zeitung, das begreift man nicht. Ja, ist völlig absurd. Ich meine, dass es dort in den Ländern klar ist, dass man eben in die Moscheen mit den Straßenschuhen reinlatschen kann. Das ist mir auch klar. Ne? Würde ich eh nie machen. Wenn ich im Sommer in Ägypten, haben wir ja auch die Moschee,
angucken können, aber dann ist es eben immer so, dass man die Schuhe ausziehen muss, weil es eben Deppischboden ist, weil die Leute dort halt nur auf den Knien beten, kann man verstehen. Man muss ja die Glaubensüberzeugung nicht teilen, aber man kann es verstehen, aber dass es nur jetzt hier so übertrieben wird. Und es ist ja auch schon so, dass selbst die Türken, die einen islamischen Hintergrund, sagen, ihre eigenen Landsleute aufs Korn nehmen, indem sie sagen, das ist nur Kostümtürkentum, also die mit Burka und so drumrennen. Also weißt du doch, dass es einfach nur eine übersteigerte Form ist von irgendwas, was nicht gesund ist. Und genauso ist es eben, gibt es in jeder Glaubensüberzeugung in irgendeiner radikale Abart, wo man nicht sauber herleiten kann, dass es in Ordnung ist. Ne? Im Christentum wissen wir ja zum Beispiel, dass wenn man das, was im Alten Testament, im Neuen Testament, in dem unverfälschten Text eins zu eins herleiten will, dass es eine saubere Lehre ergibt. So. Und man weiß also, dass die jetzige Lehre, wie sie also im Kirchen gepredigt wird, nicht mit der Bibel übereinstimmt. Das geht schon los bei den 10 Geboten, dass das vorne und hinten nicht passt. Ne? Es kann in einem gregorianischen Kalender niemand geben, der die 10 Gebote erfüllen kann, weil er mindestens in 5 von 7 Fällen das Feiertagsgebot bricht. Weil der Feiertag hat, heute wäre Neumondtag. 13. genau. Ne? Neumondtag. So, das ist ein Feiertag. Also heute dürfte eigentlich nicht gearbeitet werden. So, und das hat im 4. Jahrhundert der Papst Gregor, wenn ich es noch richtig weiß, einen Kalender geändert und hat dann die christlichen Feste auf die heidnischen Feiertage gelegt, wo man das Heidentum damals nicht mit dem Heidentum und heute vergleichen kann, weil wenn man damals von Heidentum gesprochen hat, da ging das um Kinderopfer und um Menschenopfer und um Sklaverei und ganz furchtbare Sachen. Und diesen Zustand hätten bestimmte Politiker in unserer Regierung gerne wieder, diese Sklaverei, dass das Volk alles macht, was Mutti Merkel in den Kopf steigt. Das kann nicht gut sein. Leute, das kann nicht gut sein. Da müsst ihr euch wirklich mal bewegen. Da müsst ihr mal von eurem Sofa mal hochkommen und einfach mal euch mit reinstellen zur Demo. Das geht nicht anders. Oder ihr habt noch 10 Jahre dieses Chaos hier. Das ist die Message von diesem Tag.